So, willkommen hier aus der Spider Garage. Hab euch ja versprochen, noch ein Video zu bringen über das Apple CarPlay hier von der 2024er. Ja, ich habe jetzt mein neues Telefon und alles und habe da das iOS 18 jetzt drauf und seitdem funktioniert's. Also, ich will euch jetzt mal zeigen, wie man anschlusstechnisch vorgeht, damit das auch connected und alles und dann mal ein bisschen über das Apple CarPlay sprechen. Ja, und das kommt jetzt. Mein iPhone, ne, mein Telefon. Und das werde ich vorne jetzt an das Kabel anschließen. Ich habe natürlich hier meine Handyhalterung und auch Strom, ne, habe ich nach wie vor auch als Dauerstrom, also dass es dann lädt, wenn die Karre auch keine Zündung hat. Habe ich das so angeschlossen mit extra Sicherung und alles. Das ist aber nur für mich jetzt so, dass wenn ich jetzt rein nur mit Kamera, Helm, GoPro an der Kamera, am Helm fahre, dass ich hier auch noch mal so ein bisschen die Einstellungen sehen kann. Dann fahre ich auch ohne CarPlay. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich da jetzt ständig das CarPlay nutzen muss und so. Aber ich zeige euch mal, wie es funktioniert und wie es connected wird und auch worauf man achten sollte, damit es überhaupt funktioniert. Ne? Das zeige ich euch jetzt mal hier bei meiner 24er. Ne? Wir haben ja vorne im Kofferraum, machen wir mal auf, haben wir ja hier das Kabel. Ich gebe mal das Handy mal zur Seite hier, einfach weg. Hier haben wir jetzt das Kabel. Ja, da habe ich jetzt schon USB-C angeklemmt. Es muss also jetzt nicht das iPhone-Kabel sein. Ich habe hier eins von, das ist ein GoPro-Kabel. Wenn man es sieht, ist es ein, also einfach USB-C, es muss ein datenübertragendes Kabel sein auf jeden Fall. Es gibt ja auch USB-C-Kabel, die nur laden, ja, so billige, aber es soll eins sein, was auch Daten überträgt. Dann funktioniert das auch. Ja, das Lightning-Kabel von dem alten iPhone kann ich eigentlich rausnehmen. Also das habe ich jetzt mal vorbereitet. Bevor ich das aber anschließe und die Zündung einschalte, ist es wichtig, dass man auch seinen Sehner hier koppelt. Das zeige ich euch gleich, wie es geht am Display. Also ihr koppelt erst euer Sehner mit dem Display unter ganz normale Telefonkopplung. Macht das? Und sagt das Sehner auch, wenn das Display sich mit deinem Sehner verbindet, sagt es dann auch Handy gekoppelt. Ne? Also ist dann nicht mit dem Handy gekoppelt, sondern nur mit dem CarPlay von Canon. Also müsst ihr die anderen Kopplungen rausnehmen. Ihr nicht, dass euer Handy an ist, ihr macht das Sehner an und es koppelt sich mit dem Handy. Das soll nicht sein. Das Sehner muss sich mit deiner Maschine koppeln. Und das machen wir jetzt mal. Dafür starten wir die Maschine einmal, lassen das erstmal alles hochlaufen. Ne? Wie gehabt, das Mäusekino läuft. Man kann jetzt schon bestätigen, aber ich zeige euch halt den genauen Schritt. So, dann kommt diese, ne, Tafel und was man ja lesen soll. Ne? Dann dreht man den Gasgriff einmal nach vorne. Dann kommt es ins normale Menü. So, jetzt haben wir hier das Sehner, ist bei mir natürlich schon gekoppelt. Wenn ihr jetzt hier auf die ganzen Kopplungen geht, da Bluetooth, habe ich Fahrer-Headset, ist jetzt nicht verbunden. Jetzt mache ich das Sehner an. Ja, ansonsten müsst ihr Headset koppeln gehen, also neues koppeln, das Sehner anmachen. Dann findet er das und dann koppelt er das als Handy. Dann sagt es jetzt eigentlich im Helm Handy verbunden. So, das ist gekoppelt. Wir haben jetzt Telefon nichts gekoppelt. Auch wenn das mal gekoppelt war, trennt das wieder. Es darf nichts verbunden sein. Ne? Also Telefon ist nur über das Kabel dann gekoppelt mit der Maschine. Weder mit WLAN, ja. Hier habe ich ja auch mein Handy drin, aber ich habe den Hotspot jetzt aus. Das mache ich halt mit WLAN rein, um zu gucken, ob hier Software-Updates sind oder so. Aber hier keine weitere Kopplung machen. Ja, so, jetzt haben wir das Headset an. Es blinkt. Ne? Ist jetzt gekoppelt. Also würdet ihr jetzt mit euren Leuten sprechen können und so weiter. Und jetzt
gebe mir das Handy dazu. Und da ich mehrere CarPlay-Sachen habe, müssen wir natürlich in die Einstellung gehen und ihm erlauben, oder fragt er schon? Nee. Ihm erlauben, allgemein CarPlay, dass er die Spider nimmt. Ja, ist aber schon eingestellt, also müsste es eigentlich schon funktionieren. Ja, also Handy anschließen und ja, ihr seht jetzt schon hier, ist das CarPlay sofort da. Also es funktioniert, ne? Die Apps sind dann da, ihr könnt dann alles nutzen, ne? Das Navi zum Beispiel, egal welche Navi-Apps, ne? Ob es jetzt das Sidejack ist hier oder ihr geht auf Google Maps, ne? Da habt ihr es dann sogar in Farbe. Und die Apps, die er zulässt, sind also auch da, YouTube Music, WhatsApp, ne? Apple, jetzt bin ich drauf gekommen, Amazon Music, Telegram, also die Nachrichten und so, das geht alles. BAP Connect ist hier immer dargestellt. Wenn man da drauf geht, dann geht er einfach nur raus, weil ich habe die App gar nicht drauf, weiß nicht, warum die hier dargestellt wird. Das ist wahrscheinlich hier intern in dem Gerät. Also ich habe die App eigentlich gar nicht, weil die braucht man ja hier auch nicht. Ne? Also die Maschine muss nicht laufen, gar nichts. Ne? Also jetzt mit iOS 18 funktioniert es einfach. Es ist einfach da. Ne? Wenn ihr auf Musik geht, hättet ihr dann die Musik natürlich auf dem Helm. Ne? So, und ohne ein Headset gekoppelt zu haben, jetzt, ob es jetzt Sena ist, Sena oder irgendein anderes, ne? Ist eigentlich egal. Es geht um ein Headset, was gekoppelt ist. Ne? Wir haben halt, oder ich habe halt das Sena, wie viele, viele andere von uns auch. Und somit, wir sind eigentlich hier, wollen wir jetzt hier anzeigen. Ja gut, wir sind in der Halle. Ist wahrscheinlich dann das GPS hier drin nicht so gut. Aber einwandfrei funktioniert alles. So macht man jetzt sein Sena aus, weil man ja Akku sparen will, wenn man anhält. Ist auch Apple CarPlay weg, weil das Sena fehlt. Oder das gekoppelte Headset fehlt halt. Ne? Also wie gesagt, man muss nicht, das Handy muss auch nicht die ganze Zeit an sein. Es wird jetzt hier drin auch geladen, wird angezeigt, dass es lädt. Ne? Das kann man jetzt umklappen, zumachen oder ist einfach, ich habe schon mal überlegt, das Kabel vielleicht länger und dann hier oben irgendwo hinzulegen, dass es hier rauskommt. Das wäre vielleicht noch eine Option, dass man das Handy trotzdem, falls irgendwas sein sollte, am Mann haben könnte. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ne? Aber sobald das Headset jetzt kommt, dass er sagt, es ist verbunden, das fährt jetzt, das Headset fährt hoch, connectet sich dann wieder mit eurem System, zack, dann ist auch das CarPlay sofort wieder da. Also mit dem iPhone 14 und der 17er habe ich ja, iOS 17 habe ich ja immer Probleme gehabt, dass erst nach dem vierten, fünften Mal reinstecken von dem Kabel und so, dann kam das eben. Ne, darum habe ich das dann völlig gelassen. Habe gesagt, ich brauche das alles nicht, egal. Ne? Ja, Samstag ist die Tour in Harz, da fahre ich mit Frau, also dann haben wir zwei Headsets. Und dann kann man natürlich auch sagen, wenn man jetzt hier rausgeht, komplett das CarPlay, siehst du, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Man geht hier auf seine, ah, hier hat man Sprachmitteilung über Siri, würde sogar funktionieren. Okay, machen wir wieder weg. Ja, so, ich will aber die Kacheln wieder haben. Machen wir mal hier. So, dann haben wir hier quasi im WLAN, haben wir dann, muss ich das zweite Gerät zufügen, weil ich habe ja, nicht im WLAN, Mensch, im Bluetooth. Ich habe ja hier ist das Fahrer-Headset, ist jetzt gekoppelt und dann koppel ich noch das Beifahrer-Headset, also Mitfahrer-Headset. Und dann mal gucken, wie sich das dann verhält. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, wenn zwei Headsets dran sind. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so wichtig, das ist egal. Ja, letzte Anrufe. Ja, also es funktioniert alles. Ne? Dann mal sehen, wie es unterwegs funktioniert. Aber wie gesagt, man klemmt das Handy ab, nimmt es zum Telefonieren oder was auch immer. Dann ist das CarPlay natürlich raus, auch grau hinterlegt, ist also weg.
Und sobald man das vorne wieder, ich versuche mal weiter zu filmen, wenn man das vorne wieder anklemmt, einfach nur wieder koppelt. So, es koppelt. Und ich habe es mal nicht entsperrt. Zack, geht es wieder ins CarPlay. Es fährt, es lädt ein bisschen hoch, man gibt ihm 3, 4, 5 Sekunden und dann ist es wieder da. Dann wird dann auch CarPlay auf dem Handy hier angezeigt, ne? Also es läuft. Alles klar, Handy muss nicht an sein. Ja, also eigentlich eine coole Sache, ne? Funktioniert jetzt reibungslos. Und es kam kein Update oder irgendwas, wo ich jetzt gesagt habe, ich fahre noch mal ein Update. Das ist das letzte Update noch, seitdem es dann jetzt überhaupt mit drauf gespielt ist. Und seitdem gab es kein weiteres Update. Ich habe schon geguckt gestern, nach Updates gesucht und es kam keins. Also ganz wichtig, das Handy nicht... Na, hier hat man ja die Kacheln, wenn man da drauf geht und sagt dann, okay, zack, ist man hier zurück. Und wenn man jetzt hier reingeht, auf jeden Fall hier kein Handy koppeln. Das Handy darf nicht gekoppelt sein und das Sena darf nicht auch mit dem Handy gekoppelt sein. Na, das Sena im Handy entkoppeln, ja, rausnehmen aus dem Bluetooth vom Handy und das Handy von, aus dem Display hier auch entkoppeln. Also dass eigentlich erstmal nichts miteinander gekoppelt ist. Dann koppelt ihr zuerst euer Sena als Fahrerheadset. Ja, dass, wenn du das Sena einschaltest und lange hältst, dann, ein bisschen verwackelt hier, wenn du das Sena einschaltest und dann länger hältst die beiden Knöpfe, dann kommt der Telefon koppeln und dann wird hier erscheinen, Sena koppeln, wir können das ja mal machen. Ich entkoppel das mal. So, jetzt ist nichts gekoppelt, ja, es steht hier nichts drin. Wenn man hier unter Bluetooth Fahrerheadset ist nicht drin, dann gehen wir hier drauf, neues Gerät hinzufügen. So, dann fängt er hier an zu suchen. Ja, er sucht und dann nehmt ihr euer Headset. Haltet, jetzt geht es an. So einfach ist. Neu hinzufügen, halten. Jetzt blinkt es schnell. Jetzt hat das. Jetzt gehen wir auf Plus. Und er hat es verbunden. Jetzt hört es gleich auf, schnell zu blinken. Er verbindet. So, verbunden. Ja, jetzt ist es auf Normalstand, jetzt blinkt es langsam blau. Ja, das Sena ist jetzt gebunden, verbunden. Aber man musste halt nochmal das Sena ausschalten und wieder einschalten und dann hat das auch genommen. So, und wir haben ja das Handy immer noch gekoppelt. Das heißt, eigentlich müsste das CarPlay jetzt auch gleich wieder da sein. Aber so verbindet ihr halt das Sena, ne? Als Telefon. Lange halten, dann findet das, anmachen. Ich musste es jetzt nochmal ausmachen, wieder anmachen. Hat das jetzt aber genommen, ne? So, ja, CarPlay ist wieder da. Also wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist auch sofort wieder CarPlay verfügbar. Und da bedarf es gar nichts. Einfach nur Handy anstecken, dann fragt er, möchtet ihr das CarPlay zulassen? Ja, zack, dann steht unter CarPlay, wenn man da auf Allgemein und CarPlay geht, steht dann da die Canem. Und dann nimmt er das auch und dann, ja, funktioniert das CarPlay jetzt. Das habe ich euch versprochen, dass ich das nochmal zeige, wie man das anschließt und dass es auch funktioniert jetzt, auch reibungslos. Ja, ich kann jetzt beigehen und wieder abklemmen vorne. Ja, und das war ja immer das Problem, dass wenn man jetzt gestanden hat und man ist was essen gewesen oder so, dass das dann ja immer sich nicht wieder verbunden hat. Wir haben jetzt das Headset noch verbunden. Ich klemme einfach das Handy wieder an und das funktioniert jetzt einfach reibungslos immer wieder. Dass er dann so nach 3, 4, 5 Sekunden mir den CarPlay-Button zeigt oder gleich ins CarPlay reinspringt. Also es funktioniert jetzt tadellos. Ne? Das wollte ich euch nochmal zeigen. Habe ich versprochen. So viel nochmal zum Apple CarPlay. Haben wir erledigt. Ich bin also froh, dass das jetzt auch so funktioniert. Ne? So reibungslos, wie es sein soll. Also warum das mit dem 14er iPhone immer so Probleme gegeben hat, weiß ich nicht. Jetzt mit dem 16er und also mit dem USB-C-Anschluss einwandfrei und mit dem iOS 18, woran es jetzt genau liegt, ob es das Betriebssystem ist oder ob es das Handy selbst ist oder mit dem Anschluss, keine Ahnung, aber es funktioniert jetzt. Okay, dazu will ich noch sagen an Canem, ja, bitte,
fügt auch Android hinzu. Also es fahren auch eine Menge Leute mit einem Android-Handy. Ja, die sagen sich, warum ist da nur Apple CarPlay und nicht auch Android CarPlay, also Android Connect oder wie das heißt. Das wäre auch schön, wenn das auch funktioniert. Das ist ja eigentlich mit allen Geräten, Monitoren, die ich kenne, wo man sagt, so, ich will da dieses CarPlay drauf haben. Das funktioniert dann auch mit Android. Ne? Warum das hier noch nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Da hoffen wir mal, dass es ein Update gibt. Wenn es was gibt, werde ich es euch sagen und zeigen. Ja, und jetzt Samstag erstmal die Tour. Hier ist die Halle ist noch voll. Wir haben hier die Police drin. Wir haben eine alte Spider da drüben von Micha drin. Samstag geht es dann los und alle haben schon hier diese wunderschönen gedruckten Schilder. Ich habe das jetzt natürlich hier in einem eigenen Design nochmal komplett neu gestaltet, das Teil. Weil, liebe Grüße an Andreas Blum, der hat mir gesagt, ich kann zwar sein bisheriges verwenden. Ja, das war ja dieses Design, ne, was er hatte, so flach, ein bisschen flacher mit seinem Logo drin. Und mal jetzt hier so entfarblich mit den weißen Gittern, dann ist das besser zu erkennen. Ja, und dann habe ich halt angefangen, ein eigenes Design zu machen. Das habe ich von Druck zu Druck immer ein bisschen weiterentwickelt. Und das ist jetzt so die Endstation hier mit dem Spider-Sven unten und dem Logo, welches man dann hat. Ich habe auch schon privat jetzt schon für welche gemacht hier. Die wollten dann halt nur Rotax drin haben oder ihren Namen oder. Kann man alles machen. Diverse Kappen und so. Und das werde ich erstmal, ich habe noch nichts in meinem, ja, ich habe schon was in meinem Namen so, aber das ist noch das alte Design, ja, und ich möchte ja auch den Andreas Blum nicht so auf die Füße treten, darum habe ich gesagt, mache mein eigenes Design. Es ist komplett neu konzipiert, einmal ganz neu gezeichnet. Jetzt muss hier unten noch das ganze Trägermaterial rausgebrochen werden, also da bleibt immer noch eine Menge Trägermaterial drin. Und dann werde ich das erstmal bei mir reinsetzen. Weil ich habe noch keins da unten drin, damit ich nicht so nackt rumfahre. Ne? Mike hat auch sein eigenes Design bekommen. Ne? Police. Kann man es erkennen? Ja, ein bisschen dunkel in der Ecke hier. Auch der Micha hat seins bekommen. Ja. Ja, und so geht es jetzt erstmal weiter. Samstag die Tour, da filme ich natürlich auch für euch und freue mich schon auf die Tour. Und dann geht das los. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe noch keins und dann kommt dann das rein. Erstmal, ne? Genau, okay. Dann war es das von mir. Ich denke mal, ist ein kurzes Erklärvideo und CarPlay, wie gesagt, jetzt funktioniert es. Ich werde es nochmal alltagstechnisch auf Tauglichkeit prüfen. Das sehen wir dann in der Tour am Samstag. Und da lasse ich dann das Handy vorne drin liegen und teste mal das CarPlay. Wenn ich mir nicht noch ein Kabel bis da oben hinlege, das muss ich nochmal sehen. Könnte passieren. Okay. Ich bin raus. Ja, ohne euch bin ich nichts. Zusammen sind wir Spider-Sven. Und falls noch Fragen sind, einfach in die Kommentare. Ansonsten liken, abonnieren nicht vergessen, denn dann kriegt ihr auch weiter Infos auf diesem Kanal. Ciao, haut rein.